Willkommen zurück zu Total War Warhammer 3, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch Imperator Karl Franz und ja, die Jünger des Haschuts sind nun beim Lager der Saler angekommen und wir haben natürlich nichts ihnen entgegenzusetzen. Das ist leider immer noch ein Fakt. Aber wir haben demnächst jetzt endlich die Norse besiegt und dann haben wir zwei Armeen frei, die hier oben uns sich um Astragos kümmern können. Da sehe ich zumindest Potenzial, was das angeht. Karakdron wird angegriffen. Ach so, ja. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ich habe mich gerade gefragt, warte mal, wo war denn nochmal Karakdron? Ja, das ist das, wo wir... Oh, Scheibenkleister. Ja, das ist übers Reich, Leute. Und ganz im Ernst... Alleine, weil es übers Reich ist, sollten wir es spielen. Nur deswegen. Und ich glaube nicht, dass wir hier auch nur einen Hauch einer Chance haben. Aber wenn wir vielleicht den Feind hier konzentriert aufs Korn nehmen. Also ich meine wirklich, wir gehen konzentriert gegen ihn vor. Stellen alles jetzt hier hin, was wir in dieser Richtung haben. Stellen alles hin, was wir da haben. Der Plan ist relativ simpel. Wir werden alles dafür tun, sie an dieser Stelle aufzuhalten. Dann ziehen wir uns dann halt einfach zurück und versuchen dann den Rest woanders zu halten. Oh, das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so ungeil, dass ich hier so rausgehen kann. Du gehst da noch hin. Ihr geht da noch hin. Dann haben wir noch einen lustigen Zwerg, den ich hier noch hinpacken kann. Den Feuerballzauberer hier noch hin. Der Gag an der ganzen Sache ist, ich kann theoretisch einfach den jetzt hier dahinter verstecken. Dann nimmt er diesen Turm. Und hier genau das Gleiche. Dann kann ich den hier schon mal richtig Schaden machen. Also diese Helden sind dahingehend richtig praktisch. Ganz im Ernst, ich werde so wenig Leute wie möglich auf die Mauer packen, wenn es nicht sein muss, weil alles kann beschossen werden. Ihr versteckt euch noch schon mal ein bisschen weiter da hinten. Genauso auch ihr. Mach ja schon mal einen Turm hin. Weil das ist dann die Richtung, in die wir danach fliehen müssen. Und da will ich jetzt hier schon mal so halbwegs zumachen, ne? Also, let's go. Natürlich trifft er trotzdem, als ob es nichts Leichteres gäbe. Warum sollte der auch nicht voll treffen hier? So, der Plan ist relativ simpel. Wir bomben jetzt die auch mal ganz, ganz kurz. Weg. Boah. So, weiter. Hinterher. Schön, dass die Sturmratten. Jetzt reiten wir die hier nieder, ey. Ohne Witz, im Nahkampf sind wir, glaube ich, deutlich besser als die. Na gut, dann gehen wir schon mal den Kerl da mal töten da. Swordsman.
So, wir können noch mehr Verteidigungsanlagen errichten. Ihr kommt hier hoch, macht die tot. Natürlich rennt er einfach durch, ne? Ist klar. Warum sollte er auch nicht einfach durchrennen? So, wir haben den Zwerg hier, der kümmert sich um den dann mal schnell. Dann gehst du noch hier hin. Du versuchst den Großen jetzt ja auch schon mal zu töten und es geht ein Teil von euch schon mal da hoch. Das hier machen wir auch zu. Hier geht er auch schon mal hoch. Hier geht er schon mal hoch. Du gehst da auch schon mal hoch. Wie gesagt, wir müssen diese Position jetzt leider, leider aufgeben. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Ihr macht hier nicht sehr viel. Der andere ist schon tot. Nee. Oder? Bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat der Zwerg gerade schon ganz schön sein Fett wegbekommen. Okay, das ist der General von denen jetzt hier quasi so gut wie gewesen. Du gehst jetzt noch dahin. Wir machen jetzt hier unsere Verteidigungseinrichtungen dahin. Was ist das da drüben? Das ist ein Charakter, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber du kannst hier hingehen und hier mal schon ein bisschen bomben. Yes, der ist erledigt. Das ist gezeichnet. So, ihr geht jetzt alle auch da hoch. Wie gesagt, ihr sollt alle da hoch. Es geht eigentlich nur noch darum, dass ihr die... Nee, ich kann hier nichts mit kaputt bomben. Das heißt, ihr kommt jetzt hier rein. Der Zwerg, der Zauberer bekämpft hier noch. Der Zauberer, der Soldat, der Hauptmann. Was kann das Ding noch? Eigentlich noch eine weitere Barrikade. Die da. Ach so, ja, die kann man auch noch zumachen, damit man hier einfach nicht so durchlaufen kann. Dann kann der Gegner nur noch hier durchlaufen. Okay, das ist ein Problem. Da ist ein Biest. Da ist ein hässliches, großes, stinkendes Biest. Und ich will es totschießen. Feuer frei. Feuer frei. Schön draufhalten. Die Outriders gehen auch da durch. Oh, hier sind schon Gegner. Yes, Heils. Very uncool. Ihr müsst da jetzt hoch. Ihr müsst dahin. Dahin. Dahin und dahin. Ja, rückt da mal durch, Freunde. Damit hat keiner so richtig gerechnet. Crossbowman schießt auf das da. Oh Gott, das Vieh ist besiegt. Sehr gut, es ist besiegt. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Jetzt tötet ihn hier. Ah,
Eieieiei, da kommen noch mehr Heslons. Okay, ich sehe jetzt schon kommen, dass das jetzt hier nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Sie sind einfach viel zu schnell hier drinnen gewesen. Unfassbar schnell waren sie hier drin. Feuer frei. Nee, du musst hier bleiben. Du gehst dahin und kannst jetzt hier auf diese Ashen-Triade ballern. Weil die hier muss wirklich jetzt weg. Was ist das da drüben? Warp-Bohr? Weiß ich nicht, ob ich das schaffe mit meinen Jungs hier. Weiß ich einfach nicht. Wir versuchen die jetzt hier noch auf. Oh Gott, was ist da los? Nee, hier klappt original gar nichts. Das große Vieh hier muss weg. Kannst du den hier noch angreifen? Ich fände es voll gut. Feuer frei. Ihr kommt mal jetzt schnell hierher. Oh, meine Güte, kommt hierher. So, jetzt schießt auf dieses Mistvieh. Sehe keinen Gegner. Oh Gott, da sind noch mehr Yesiles. Wie viele Yesiles hier sind? Schießt du mal tot hier, wenn es geht. Unsere Ritter haben hier hart verkackt. Gut, dass wir das wissen. Ich schicke mal eine Einheit noch hier hin, weil das wird jetzt hier gleich hässlich werden. Oh, das wird immer noch 1000 Lebenspunkte. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, kann's halt leider doch. Es ist immer noch da und lebt. Wir bekommen Besuch. Es. Ich dachte gerade schon, dass wir hier irgendwelche komischen Dinge getan. Aber zum Glück waren es nicht diese komischen Dinge, die ich gerade eben befruchtet hatte. Okay, ihr bezieht jetzt einfach mal Stellung hier links und rechts. Und ihr schießt jetzt den hier einfach mal. Oh Gott, da kommt noch mehr Mist auf mich zu. Hier oben werden wir auch schon ordentlich zusammengeföhnt. Oh, 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 oh. Ja, alles so mittelgeil. Warum rennen die? Fall mal zurück, fall mal zurück. Okay, der eine flieht.
Feuerball auf dieses Riesenvieh. Wir haben fast keine Muni mehr. Ich würde gerne den Mutantenratten-Oger noch töten, wenn es geht. Aber selbst das wird mir nicht vergönnt sein. Das sehe ich jetzt schon kommen. Nee, selbst das wird mir nicht vergönnt sein. Es sind einfach immer noch so viele. Hey, sie haben es echt geschafft, bis nach Übersreik reinzukommen. Ja, wisst ihr, warum schießen, wenn man auch auf den Gegner zurennen kann? Unglaublich. Okay, Freunde. Ich würde behaupten, es hat sich gelohnt, das zu kämpfen. Auch wenn das hier immer noch eine total bescheuerte Truppe ist, ey, ich sag's euch. Ja, Übersreik hat dadurch jetzt halt Schaden genommen. Was, Karakziflin nehmen die auch noch? Ey, jetzt reicht's aber auch langsam, aber sicher. Ey, wie die halt einfach hier durchmarschieren, ne? Friedensabkommen? Warte mal. Also dann zahlst du aber schon die angemessene Summe. Du zahlst die angemessene welche, ne? Kann mich ja später wieder in den Krieg rufen lassen für Kohle. Ja, ich weiß, hier blutet mir die gesamte kislevitische Zone hier aus. So, ein Baston ist, wie gesagt, eine Rebellion. Wir fangen jetzt einfach mal jetzt hier an. Hier ist also eine Rebellion, von der ich allerdings nicht allzu viel sehe. Ich werde jetzt erstmal den hier weghauen, weil der geht mir tierisch auf den Geist und ich möchte das da unten nicht verlieren. So, die Armee, die hier auch gerade eben sich aufgebaut hat, war auch für meinen Geschmack ein bisschen frech. So von der Qualität her. Die hätte uns wirklich Probleme bereiten können. Dann gehst du jetzt auch erstmal wieder zurück. Wunderbar. Und ja, wie gesagt, Rebellion im Oblast. Ja, ich weiß, wir haben da oben einiges verloren. Aber es ist immer noch mal ein Konvoi angekommen. War wurde verwundet, oh nein. Ehrengrad wird belagert. Das ist aber sehr, sehr unehrengradig. Pyrrhus-Sieg? Lol. Egal. Wir nehmen die Verlustverstärkung. Auf jeden Fall haben wir sie geschlagen. Wodurch wir jetzt hoffentlich ihnen noch Widerstand entgegenbringen können. Sehr gut, die Grundherrschaft. Völlig sinnlose Bonus, aber sei es drum. Gut. Jetzt gucken wir nochmal, was forschen wir als nächstes. Eliminierung der Dolchohren? Nee. Bretonia, weiß ich nicht, was mir das noch bringen soll. Mehr Rang bei den Kavallerieeinheiten. Maybe. Immun gegen Schneeverschleiß. Hm, wäre auch interessant. Kartei. Oh, mehr Einkommen aus Handelszöllen. Nochmal 20% obendrauf. Das machen wir mal schnell. Hier ist nochmal so eine rebellierende Truppe. So, was wollten wir bei Luke denn noch reinnehmen? Der hatte doch, glaube ich, ein Problem mit Artillerie, ne? Jetzt nicht mehr. Wir attackieren jetzt... Lol? Was ist denn hier für eine komische Bewegung gerade eben am Start? Ich verstehe das gerade eben nicht ganz. Warum bist du außen rumgegangen? Ach, weil... Ich habe die Armee einfach komplett übersehen. Ohne Witz, ich habe diese Armee übersehen. Ich habe nicht gesehen, dass sie da ist, weil grün auf grün. Ja, das ist ja mal ein ganz großes Kino, ey. Also ich kann es mir nur daran erklären, dass es halt eine ähnliche Farbe war und ich habe es einfach nicht gesehen und wundere mich schon, warum galoppiert der Typ jetzt wieder außen rum. Wieder mal wunderbar. Spiel trollt mich aufgrund von Unübersichtlichkeit. Detailliebe hin und her, aber zu viele Details können halt auch ein Problem werden. Protector of the Week. Dann holen wir uns jetzt hier noch am besten Karagirn. Bist auf dem Weg, wunderschön.
Ey, wir haben halt hier immer noch nicht die Möglichkeit, hier die Rebellionen einzudämmen. Watch the quarry. Was ist jetzt los? The men are keen. Ich weiß, was los ist. Die haben mir die Rekrutierung hier versaut. Die haben mir die Rekrutierung hier versaut. Die alte Bande, ey. Tja, ich kann halt leider immer noch keine Einberufung machen. Und ich kann auch leider nicht Hilfe schicken. Doch, ich kann Hilfe schicken. Ich werde Hilfe schicken. Und zwar hierhin. So, und wenn du jetzt da hingehst, sollte es möglich sein, die jetzt hier in die Flucht zu schlagen. Und sogar nicht nur in die Flucht zu schlagen, sondern sogar zu vernichten. Gut. Erledigt. Ich nehm's Geld. Ja, das ist jetzt hier natürlich eher so mittelgeil, dass das jetzt hier alles kaputt ist. Ich glaube, ich kann gerade eben sogar gar keine... Doch, ich kann Bärenkämpfer rekrutieren. Halt global, das ist gut. Also, wir holen uns hier nochmal diese zwei Bärenkämpfer rein. Was holen wir uns noch rein? Wir wollten... Artillerie. Eigentlich wollte ich ganz woanders hin, um mir noch eine Artillerie reinzuholen. Jetzt haben wir halt diese blöde Ausgangslage, dass das gerade eben nicht mehr so leicht geht. Aber wisst ihr was, wir machen? Wir holen ein Luminarium des Hüsch noch hier rein in unsere Armee. Wir sagten ja, wir wollen Feuerkraft. Ich wäre sogar drauf und dran zu sagen, dass sogar zwei Luminarien cool wären. Weil das Ding ist sogar relativ mobil. Zwei Luminarien des Hüsch kommen da rein. Und dann will ich noch nachher... Ich glaube, ich will auf jeden Fall noch Dampfpanzer. Ja, wir machen das so. Aber eine Einheit kann ich auch noch weiter rein rekrutieren. Moment. Stimmt, hier fehlt noch ein Zauberer. Ein Slot müssen wir freihalten für einen Zauberzausel. So, du gehst jetzt hier in den Hinterhalt hin. Nur für den Fall, dass sie da jetzt wieder ankommen wollen. Warlord kann hier nichts tun. Du gehst genau zu dieser Armee. Warum kannst du denn dich da nicht... Achso, falsche Truppe. Ach, guck mal, wen wir da entdeckt haben. Nicht zu fassen. Kann Buddy den hier vorher schon mal ein bisschen wehtun? Kann er. Ey, es ist halt einfach lächerlich, wie wenig Schaden das gemacht hat. Ist ja unfassbar lächerlich. Wow, knapper Sieg. Und wir werden zwei Einheiten verlieren. Aber ganz im Ernst, ist es mir wert. Dann sind die hier nämlich weg. Niemand hat gesagt, es würde leicht werden. Make ourselves secure. So. Rekrutieren kann ich die halt leider gerade eben nicht. Jetzt haben wir halt die blöde Ausgangslage, dass ich jetzt halt wieder nur die... Ich sag's mal so, besser als gar keine Einheit ist überhaupt eine Einheit, ne? My strategies are impeccable. Wir machen's mal so rum. I choose only the best. Halt nein, ich werde noch nicht... Das mache ich noch nicht, Leute. Ich rekrutiere noch nicht. Ich glaube nämlich, dass die Siedlung von uns jetzt genommen werden kann und dann müssen wir nicht dumm draußen rumstehen. Ich hatte völlig vergessen, dass diese Nebensiedlungen, von denen ja überhaupt keine Kampfkraft haben. In der Regel zumindest nicht. So. Just as I desire. Genau, das habe ich gemeint. So, mehr Führerschaft. Schön. Besetzen. Und jetzt kann ich hier rekrutieren.
Eieieiei. Also, wir haben das jetzt hier wieder zurückerobert. Jetzt gucken wir mal wieder rein. Ne? Nach wie vor keine Möglichkeiten, irgendwas Gescheites zu rekrutieren. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ganz im Ernst, ich habe eine bessere Idee. Ich hole mir mal zwei von diesen Rittern. Die sind nämlich enorm gut. Sehr viel besser, als man meinen sollte. Und dann habe ich hier dadurch schon ein bisschen meine Nahkampfproblematik ausgeglichen. Und wir müssen sowieso zwei Turns hier rumstehen. Also hole ich mir nochmal einen normalen Hellebardier hier noch mit rein. Dante bekommt nochmal einen schicken Bonuspunkt. Ah, da kommen schon wieder Chaoskrieger. Forward to victory! Jetzt hauen wir erstmal die weg und jetzt muss sich Dante dann halt um die kislevitischen Probleme kümmern. So. In diese Richtung dann gehen, bitte. Ja, ich würde ja gerne Volksgrad irgendwie noch weiter verbessern oder ausbauen oder absichern, aber ich kann es nicht. In Kislev wird die Situation langsam besser, in Prag noch nicht. Ich versuche jetzt hier in Kislev, wie gesagt, die Rebellionen endgültig zu unterbinden. In Fort Jakova können wir etwas ganz Geiles machen. Nochmal 3% weniger Unterhalt für unsere Bierhandkämpfer, Ritter und Schwertkämpfer. Ah, du bist... Gott, wie viele Dunkelelfen da oben sind. Hast du eigentlich Blitzschlag? Ja, er hat Blitzschlag. Ja, das wird jetzt lustig werden. Ja, dann geh doch schon mal dahin. Selbst das würde einen Pyrrhus-Sieg schaffen. Egal. Jetzt haben wir erstmal den hier besiegt. This was the first one. So, dann ist diese Truppe jetzt hier fällig. Blitzschlag. Verlustverstärkung. Dann können wir sogar noch mal kurz leveln. Bekommst du sogar noch den Kopfjäger hier, was die Armee noch mal günstiger macht. Den Logistiker maxen wir aus und dann den Rest packen wir nachher noch in den Mentor. Ansturmbonus für James. Sigmar Schutz bekommt sie auch noch. Sehr schön. Pau hat auch nochmal ein bisschen was bekommen. Und dann bekommt auch noch Dark Neolux. Ja gut. Die stehlen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir dringend brauchen. Aber das hier ist jetzt wahrscheinlich der Anfang vom Ende dieser Fraktion. Was ist das hier eigentlich nochmal? Führerschaft kann man hier dadurch reduzieren. Im Nahkampf. Ernsthaft? Ich möchte nicht. Lol. Blitzschlag, ich verliere die Einheit. Ja, ohne Blitzschlag, mit Blitzschlag. Wenn unsere Einheiten müde sind. Okay. Ja, man muss manchmal einfach nur so sich ausprobieren und durchklicken, ne? Eieieiei. Fantastisch. So, wir sorgen jetzt erstmal hier nochmal für mehr Verteidigung. An und für sich finde ich das eigentlich schon ganz, ganz gut. Lager der Wager machen wir auch Geld verdienen rein. Und jetzt gibt es halt nur noch das Schlangenpier. Und ich glaube, das Schlangenpier, das schafft er auch noch. Das heißt, dass wir mit der Truppe jetzt hier... hier hoch zurückgehen. Und dann können wir uns schon mal jetzt hier um die ollen Chaos-Zwerge hier kümmern, die da so ein paar Ansprüche angemeldet haben. Inquisition hilft uns hier nichts gerade eben.
Genau, Bierentchen hat jetzt hier nochmal den Mentor zweimal gekriegt. Dann, wer ist in die Enge getrieben? James Norsgaard ist in die Enge getrieben. Noch mehr vernichtende Angriffe. Pau und nochmal Dark Neolux. Aber wie gesagt, bei ihm sind... Ah doch, Mentoring kann ich noch machen. Und den Spezialisten. Ah, es ist gut. Es ist so schön, wenn hier mal was vorangeht. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was deren Problem hier eigentlich ist. Welche Armee ist das? Ah, ihr seid das hier. Wir machen Auskundschaften. How should we proceed? Kontrolle ausdehnen hier für dich. Das Doofe ist halt, dass ich diese Armee jetzt hier gerade eben nicht gesehen habe. Na, das nervt mich immer noch tierisch. Ich werde in Middenheim jetzt hier nochmal das hier bauen. Ne, werde ich nicht. Das ist vom Geld hier gerade... Oder doch? Doch, wir machen es. Und jetzt gibt es hier nur noch Rebellionen. Natürlich. Rebellionen. Das wünschen wir uns doch alle. Imperator Karl Franz ist hier wieder am Start und steht mal wieder neben diesem ollen Dämon. Hauen wir ihn mal. Sehr schön. Was passiert, wenn ich jetzt Blitzschlag mache? Dann werden die Verluste mittel. Ich sag ja, normalerweise hast du selber einen Müdigkeitsmalus. Aber irgendwie hat das Spiel gerade eben vorhin bei dieser Belagerung wilde Dinge getan. Über die ich mich aber nicht mehr beschweren kann. So, Winterfeuer werden wir als nächstes erobern. Dann hier gehen wir wieder zurück. Ne, wir könnten auch jetzt versuchen, ihn hier noch einzuholen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob das durch die Armeen, die ich hier einsetze, abgewendet werden kann. Ja, das ist nur momentan noch nicht alles so richtig safe. Brother Roland wird noch ein bisschen mehr zum Wahrsager. Sehr schön. Entkräften nochmal für Stepper. Praise be to Sigma. Wolfenburg. Ne, warte mal. Die Burg von Rauken kann von uns noch verbessert werden. Machen mal ausnahmsweise mal keine großartigen Probleme. Helgik hat halt noch Probleme. Da will ich jetzt mal was dagegen machen. Und in Talabheim will ich später nochmal ein bisschen mehr Magier rekrutieren können, aber das wird noch ein bisschen dauern. Oh, nice. Die werden auch rebellieren. Ja, irgendwas ist ja immer. Ich werde Karak Ziflin beschädigt lassen. Ich weiß, dass wir über die Zeit sind, Leute, aber ich muss nochmal ganz, ganz kurz mich umgucken. Owain wurde bewegt. Ate muss hier einfach immer noch stehen bleiben. Dann haben wir noch die Tilly hier, die ich immer noch versuche, jetzt hier für die Hochelfen wieder zu retten. Okay, und damit haben wir noch Nomar hier. Genau, Nomar. Ach nee, Nomar sollte doch noch hier in diese Armee rein. Zum Truppen auffüllen. Dann reicht eines von diesen Dingern. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Toi, toi, toi. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.